Offensichtlich kein Tag ohne Neuigkeiten von Juicy Fields. Hier gibt es wieder was Neues auf der Homepage. Vielleicht erstmal ganz kurz. Ich hatte ja in den letzten Tagen schon einiges über Juicy Fields berichtet. Hier diese beiden Videos. Es gibt noch ein drittes. Wenn es euch interessiert, checkt gerne mal den Kanal ab. Und da findet ihr, was ich bisher so zu sagen hatte. Ja, und es gab vor einiger Zeit auf der Juicy Fields Homepage vor ein paar Tagen ja schon diesen Artikel hier oder diesen Text, wo es darum ging, dass Freiwillige gesucht werden, um diesen Recovery Fund, also im Prinzip dieses Rückzahlungsprogramm, zu starten. Und der Text war schon ziemlich abstrus. Jetzt gibt es hier einen neuen Text, der sich auf eine Bank bezieht. Hier ist der Name, die in der Schweiz sitzt. Die Bank gibt es scheinbar auch wirklich. Und die dazu verwendet werden soll, um Geldbeträge unter dem Radar zu transferieren, zum Beispiel auf die Bahamas. Ja, hier wird dann auch ein bestimmter Betrag genannt von etwas über 2 Millionen Dollar. Ja, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, worum es da jetzt eigentlich gehen soll. Vielleicht eine Insider-Nachricht, keine Ahnung. Ja, und wer auch immer diesen Text beschrieben hat, beschwert sich dann hier noch darum, dass die Informationen, die sie bisher von den meisten ehemaligen oder aktuellen Nutzern bekommen haben, nicht dem entspricht, was sie haben wollen. Sie wollten ja so ein Video haben, wo man die ID oder den Pass sieht und dann so seine Story erzählt. Und scheinbar machen das viele Leute nicht. Und das halte ich auch für absolut richtig. Man sollte da wahrscheinlich keine privaten Daten hinschicken. Alles in allem sieht es für mich, ja, wie gesagt, sehr abstrus, sehr merkwürdig aus. Das spricht für mich dafür tatsächlich, dass die Seite gehackt wurde und dass die Hacker sich hier einen Spaß machen und solche wilden Nachrichten hier drauf posten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die aktuellen oder ehemaligen Eigentümer oder Manager von Juicy Fields das machen. Warum sollten sie das tun? Das ist einfach merkwürdig. Also, ich glaube schon, da passieren mehrere merkwürdige Dinge bei Juicy Fields gerade und das ist eins davon. Und zum anderen gibt es zwei Texte, die in der Juicy Fields Backup Telegram-Gruppe geteilt wurden, die ich hier kurz besprechen möchte. Wenn ihr Interesse an den PDFs habt, den Texten, dann kommt gerne in die neue Kryptowestfale Telegram-Gruppe. Ich mache den Link hier in die Infobox, würde mich freuen. Da soll es nicht nur um Juicy Fields gehen, sondern allgemein um Krypto-Projekte, Geld im Internet, Geld online verdienen. Aber wir können natürlich auch über Juicy Fields sprechen. Ich bitte nur darum, dass anders als in manchen der Kommentare hier der Ton freundlich und respektvoll ist. Also ich glaube, wir sollten versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen und nicht anzupöbeln, selbst wenn wir andere Meinungen haben. Aber kurz zu den Texten hier. Also das hier ist einmal eine Übersetzung von einem Text, der in einer spanischen Zeitung erschienen ist, El País Financiero oder so ähnlich. Den finde ich nicht besonders hilfreich, weil er super spekulativ ist. Also, wenn man sich einfach nur mal den ersten Satz hier anschaut, es gibt immer weniger Zweifel daran, dass es sich bei der Cannabis-Investment-Plattform um den jüngsten Fall von Betrug handeln könnte. Und ja, hier wird viel von könnte geschätzt und legt nahe, möglich und so weiter. Also hier ist nichts wirklich Substanzielles drin. Hier wird unter anderem dann auch eine Instagram-Nutzerin beschrieben, die irgendwelche Nachrichten geteilt hat. Und hier geht es um irgendeinen YouTube-Channel. Ich kenne den Kanal nicht, vielleicht ist der super, aber Instagram, YouTube, das sind keine seriösen Quellen. Ich meine, ich mache ja hier selber einen YouTube-Kanal, aber man sollte nicht einfach irgendeinem YouTuber, der irgendwas erzählt, unbesehen glauben. Do your own research, macht euch selber schlau, das ist immer das Wichtigste. Man kann das als Anregung und als Hinweis nehmen und sich da informieren, aber man muss auf jeden Fall ein Backup machen und sollte nicht in einer seriösen Zeitung YouTube und Instagram zitieren, meiner Meinung nach. Trotzdem lest es euch gerne durch, wenn ihr Lust dazu habt. Es gibt den Artikel in der Juicy Fields Backup Telegram-Gruppe und eben auch gerne bei mir, wenn ihr wollt. Was ich interessanter finde, ist dieser Artikel, der soll von Willy van der Merwe sein, also dem ehemaligen CEO. Ob das so ist, kann ich natürlich nicht verifizieren, aber so wird es eben geschrieben. Und ja, das ist überschrieben mit meiner eigenen Beobachtung. Und da beschreibt der gute Herr van der Merwe, dass er in letzter Zeit viele Nachrichten erhalten hat, ist auch keine Überraschung, wo die Leute im Wesentlichen wohl zwei Dinge gefragt haben. Zum einen wollten sie wohl Klarheit über die aktuelle Situation haben. Und zum anderen stellen Sie die Frage, ja, ist das Juicy Fields Geld jetzt weg oder nicht? Ist es gestohlen oder nicht? Aus seiner Sicht sollten aber eigentlich zwei andere Fragen im Vordergrund stehen. Nämlich einmal, warum er fast unmittelbar nach seinem Einstieg gekündigt hat. Er war etwas mehr als 40 Tage CEO. Und zum anderen, ob das Juicy Fields Unternehmen gerettet werden kann und die Menschen, also wir, unser Geld zurückerhalten können. Und um das schon mal vorwegzunehmen, diese Frage beantwortet er ganz eindeutig mit Ja. Finde ich auch ganz interessant. Also was er dann jetzt hier in den ersten Absätzen beschreibt, ist, wie er zu Juicy Fields gekommen ist, was so seine Aufgabe sein sollte. Es ging wohl vor allen Dingen darum,
dass er sich um Compliance kümmert, also darum kümmern sollte, also darum, dass das Juicy Fields Angebot in Übereinstimmung mit den Regularien der Behörden sein sollte, was ja auch wirklich Sinn macht. Und einer seiner Haupttätigkeitsbereiche, wenn ich das richtig verstehe, war, dass er Juicy Fields als Rohstoffproduktangebot platzieren wollte. Es gibt ja im Prinzip so die zwei Möglichkeiten, das entweder als Anlageprodukt zu sehen, also eher im finanziellen Bereich, oder eben als Rohstoffprodukt, eben die Cannabispflanze bzw. die Ernte. Und er positioniert sich klar darauf, dass er das Rohstoffproduktangebot möchte, dass er das für den richtigen Weg hält. Kann ich nachvollziehen. Scheinbar gab es aber mehrere Personen innerhalb von Juicy Fields, federführend angeblich hier durch Friedrich von Luxburg, die das verhindern wollten, die dagegen gearbeitet haben. Und das finde ich in dem ganzen Artikel ziemlich wild. Es gibt wohl oder gab wohl innerhalb von Juicy Fields mehrere Fraktionen, mehrere Gruppierungen, die nicht richtig miteinander kommuniziert haben, die wohl auch irgendwie gegeneinander gearbeitet haben. Wenn das alles so stimmt, ist das schon eine sehr, sehr wilde Organisation. Und dann letztendlich auch kein Wunder, dass das gescheitert ist oder sich nicht gut entwickelt. Was ich auch ganz spannend finde, da kommen wir, ich versuche das kurz zu finden. Genau, da geht es auch darum, hier geht es in diesem Abschnitt geht es noch darum, dass scheinbar kein richtiger Zugang für ihn zur Website und zu den Social-Media-Kanälen bestanden hat. Vieles wird als extrem unprofessionell beschrieben und das scheint wohl dann wirklich so zu sein. Was ich spannend finde, ist, dass er wohl der CEO der Juicy Fields AG in der Schweiz war. Hier ist es gelistet. Gleichzeitig gibt es ja die BV, also die Holding eigentlich in den Niederlanden, in Holland. Und die Juicy Grow GmbH in Deutschland. Auch das finde ich interessant, dass es für ein so relativ kleines junges Unternehmen so eine komplizierte Holding- und Firmenstruktur aufgebaut wird. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Und scheinbar haben diese verschiedenen Firmen und Holdings auch nicht gut miteinander kommuniziert und interagiert. Also das ist natürlich alles sehr, sehr negativ. Ja, und dann kommen wir eigentlich zur Kernaussage und was für mich das Wichtigste ist. Die Frage ist ja, ob das Juicy Fields Geschäft tatsächlich gerettet und das Unternehmen gerettet werden kann. Was dann dazu führen würde, dass wir unser Geld zurückerhalten oder vielleicht sogar irgendwann nochmal Gewinne machen. Und die Antwort, die er dazu sagt, ist ja. Das ist ein ganz eindeutiges, kurzes Ja. Und dann nennt er hier mehrere Faktoren, wie das sein kann, wie das dazu kommen kann. Das kann man sich im Detail mal durchlesen, auch wiederum. Was ich auch interessant finde ist und wo der Artikel für mich ein bisschen inkonsistent wird, ist, er sagt, ein Geschäftsmodell, bei dem man für 60 Euro eine Pflanze kauft, bei Juicy Fields waren es jetzt 50, das macht ja eigentlich keinen Unterschied, und dann nach 120 Tagen die Blüten, also die Ernte, für 90 verkauft, also eine Rendite von 33% hat, ist realistisch, seiner Meinung nach. In vielen der Kommentare in meinen anderen Videos wird ja gesagt, nein, das kann gar nicht sein, das ist komplett unrealistisch, das gibt der Markt nicht her. Zumindest der gute Herr van der Merwe hier sagt, ja, das ist realistisch, das kann so sein. Ich kann das nicht beurteilen, ich bin nicht im Cannabis-Business, aber er ist es scheinbar und er sieht es so. Wo er sich dann aber widerspricht, ist, dass er dann im Weiteren sagt, es ist unrealistisch, dass Leute diese 33% Rendite machen und das, was sie an Rendite machen, dann wieder reinvestieren. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn es realistisch ist, mit dem initialen Investment von zum Beispiel 60 Euro 33% zu machen, warum ist es dann unrealistisch, mit einem weiteren Investment von 90 Euro 33% Rendite zu machen? Das würde aus meiner Sicht nur dann Sinn machen, wenn der Markt komplett gesättigt wäre. Aber das kann ich mir an der Stelle eigentlich nicht vorstellen, weil es ein relativ junger Markt, ein sehr wachsender Markt ist, wenn man sich die Zahlen mal anschaut. Also da ist der Artikel aus meiner Sicht inkonsistent. Aber wenn ihr euch den anschaut, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das anders seht, ob ihr darauf eine andere Sicht habt und ob euch aus eurer Sicht mehr Sinn macht. Hier werden noch weitere Dinge beschrieben, wie er sich das Geschäftsmodell vorstellt und was er gut und was er schlecht fand, vor allem was er schlecht fand allerdings. Und im letzten Absatz sagt er im Prinzip auch nochmal, dass eigentlich er sich nicht rechtfertigen müsste und nichts dazu sagen müsste, weil er so kurz nur im Unternehmen war, er aber generell trotzdem bereit wäre, sozusagen an einer Rettung des Geschäftsmodells und gegebenenfalls der Firma mitzuwirken. Also alles in allem finde ich es sehr spannend. Er sagt, stellt auch hier nochmal so die rhetorische Frage, ist es zu spät? Und dann, ja, es ist nie zu spät, wenn der Wunsch und die Fähigkeit haben, eine praktikable Lösung zu finden, die dem gegenüberstehen. Also zumindest aus seiner Sicht ist diese ganze Geschichte noch nicht gelaufen und das Juicy Fields Geschäftsmodell noch nicht tot. Schreibt mir gerne in die Nachricht, in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich freue mich auf euer Feedback und wir sehen uns sicherlich bald zum nächsten Video zu diesem Thema wieder.
Bis dann. Ciao.